Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Watcher of Realms. Heute mal wieder ein allgemeines Infovideo. Und zwar geht es einfach um das ganze Thema rund um das aktuelle oder letzte Update, was ja eigentlich vor langer Zeit mittlerweile schon kommen sollte. Es gibt bei den Content Creators so zwei Lager. Die einen behaupten das, die einen behaupten das. Und ich möchte euch einfach mal die Thesen geben, was ich so mitbekommen habe, beziehungsweise ja, was es sein könnte und wie ich oder was ich denke, wie lange das noch gehen kann und ob es ein gutes oder ein schlechtes Ende hat. Das weiß aktuell noch niemand. Und zwar die eine Seite sagt ganz einfach, es geht im App Store, da gibt es auch so eine Seite, wo man das mittlerweile mal mitbekommen hat, dass da wie ein Glücksspiel und so ist und da gibt es aktuell Probleme, dass die da viele rausschmeißen wollen, die da generell mit Glücksspiel, es ist ja immer ein Glück, irgendwas hier zu bekommen, ist logisch, aber Apple wird da so ein bisschen vorgehen und das ist so die eine Seite, aber die andere Seite sagt, es gibt einen ganz anderen Hintergrund und zwar, wir haben ja die Möglichkeit, nicht nur im App Store oder im Google Store was zu kaufen, sondern bei externen Seiten, SmileOne und das offiziell, aktuell sogar mit 10% Rabatt genießt man hier, wenn man hier was kauft in den SmileOne oder Coda Shop und das sind halt externe Seiten und das möchte Apple nicht. Apple verdient, ich weiß es nicht genau, 20-30% pro Einkauf, was ihr im App Store bei Watcher of Realms euch an Gold oder so holt und 20-30% ist echt nicht wenig, wenn man überlegt, wie viele Spiele es gibt und ja, wenn dann Apple halt einfach sagt, ganz ehrlich, wenn ihr eure externen Seiten habt, die so krass auch bewerbt und das wollen wir nicht, wir wollen ja unseren Umsatz machen, ne? Kann man Apple so in gewisser Weise verstehen und viele vermuten ja, dass die aktuell der extremen Verhandlungen sind, weil was kann Apple machen? Sie können sagen, ganz ehrlich, ihr behaltet eure Seite weiter, eure externen Seiten, aber dann fliegt ihr raus bei uns. So, und dann alle, die ein iPad, ein iPhone oder so haben, die können das Spiel jetzt nicht mehr spielen, weil es das nicht mehr im App Store geben wird. Und das ist so aktuell das Lager, was eigentlich am größten ist, was viele von den Content-Creatern so denken. Und ja, was ist meine Meinung dazu? Also ganz ehrlich, natürlich, wir wissen, was Apple für eine Macht hat. Und ja, was halt immer die Sache ist, wenn man externe Seiten anbietet und das günstiger und das auch noch offiziell, ist es wirklich gefährlich. Und man muss da wirklich aufpassen, es ist nicht das größte Spiel, es ist nicht ein Spiel, was jetzt hier auf Platz 1 ist, der Charts, dass man sich sowas vielleicht erlauben kann und selbst dann könnte Apple immer noch sagen, ihr fliegt raus, es ist ein Spiel, was ja, es ist hoch angesehen in der Branche, sage ich jetzt mal, aber nicht so hoch wie andere Spiele wie Raid Shadow Legends oder so und ich weiß jetzt nicht, ob bei irgendwelchen anderen Spielen, vermute ich einfach mal, dass man auch irgendwie Währung kaufen kann, aber bestimmt nicht offiziell. Hier ist es ja offiziell bei Watcher of Realms und sogar mit Rabatt hier, wo man offiziell das W-Gold kaufen kann und nicht nur halt im App Store oder Google Store. Ja, sind wir mal echt gespannt, wie das weitergeht, beziehungsweise wie lange das noch so ist. Wie gesagt, man merkt generell, dass viele Leute aufgehört haben, aber auch ein paar Leute dazugekommen sind. Ja, merkt man einfach so, wenn man generell ein bisschen bei Watcher unterwegs ist, im Spiel oder sonst was. Das sind große Gilden, die sich teilweise aufgelöst haben, weil sie einfach die guten Leute nicht mehr zusammenkriegen, weil viele gute aufgehört haben. Und ja, sind wir einfach mal gespannt, wie es hier weitergeht. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich sehnsüchtig auch noch auf ein anderes Spiel warte, was natürlich in der Zeit jetzt perfekt reinpassen würde, weil es hier kein großes Update in der nächsten Zeit zu erwarten ist. Und da würde es perfekt reinpassen, aber soll auf jeden Fall in die zweite Jahreshälfte kommen, King Arthur Legend Rise. Wie gesagt, ich habe die Beta gespielt, ich fand das Spiel super und habe da echt Bock drauf, soll dies ja definitiv noch erscheinen. Also wenn ihr da Bock habt, kommt gerne bei mir im Discord, damit ihr mit dabei sein könnt, das Spiel vom ersten Tag an zu spielen und dass wir da auch ein, zwei oder drei Gilden machen können, dass wir später am Ende des Tages eine starke Gilde zusammenbekommen. Würde ich mich freuen, kommt dafür gerne im Discord. Da können wir dann, oder da erfahrt ihr dann als erstes, wenn es losgeht. Wie gesagt, es soll dieses Jahr auf jeden Fall erscheinen, da bin ich schon gespannt. Ja, aber wie wird es mit Watcher weitergehen? Das kann ich aktuell noch nicht sagen. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ich werde es auf jeden Fall nicht aufgeben, es macht mir Spaß, aber wir müssen gucken, was passiert. Wenn natürlich immer mehr Leute aufhören und das in Anführungsstrichen keiner mehr weiter spielt, ist es für mich
Ob es für mich dann noch Spaß macht, muss ich sehen. Ich mache gerne Content für Watcher. Das Spiel hat eigentlich meinen Kanal groß gemacht. Aber ihr seht, wo hier die Reise hingeht aktuell. Und die Zeichen stehen bis jetzt nicht gut. Es kann viel passieren. Es kann in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen. Aber wenn halt immer weniger Leute spielen, werden auch von meinen Leuten in der Community, also ihr und im Discord halt immer weniger Leute dieses Spiel spielen. Und dann muss ich mich ganz ehrlich fragen, lohnt es sich noch für mich, diesen Aufwand, den ich hier immer jeden Tag betreibe, zu machen für ein Spiel, was in Anführungsstrichen fast tot ist? Das muss ich wirklich sehen, aber auf jeden Fall werde ich da am Ball bleiben noch, auf jeden Fall die nächsten Wochen und auch Monate. Ich denke mal, dieses Jahr werde ich damit nicht aufhören, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie immer ist eure Meinung gefragt, lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, was ihr von der Situation haltet. Habt ihr vielleicht schon aufgehört und guckt nur noch gerne meine Videos? Lasst mich das mal in den Kommentaren wissen, würde mich echt mal interessieren, was ihr von der aktuellen Situation hier bei Watcher haltet und wie ihr die Sache seht. Ob ihr, vielleicht habt ihr sogar anderes Hintergrundwissen wie ich, aber wie gesagt, das ist so das, was ich hier aktuell mitbekommen habe und wo ich ja gespannt bin und auch ein bisschen ja aufgeregt, wo die Reise hier hingehen wird. Ob es das Spiel... Also das Schlimmste, was passieren kann, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wenn sie sich nicht einigen und Watcher of Realms würde im App Store verschwinden. Ich würde behaupten, dass dann fast die Hälfte oder über ein Drittel, die das spielen, weg sind, weil, ja, die können es dann nicht mehr spielen. Ich kenne jetzt da keine Zahlen, aber das wäre halt fatal für so ein Spiel. Und ja, das Schlimmste, was dann noch passieren kann, ist, dass das Spiel dann sagt, ganz ehrlich, es lohnt sich nicht mehr für uns, wir geben komplett auf. Aber gut, soweit sind wir nicht. Sind wir mal echt gespannt, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, lasst mich mal gerne das in den Kommentaren wissen, was eure Meinung dazu ist. Und ansonsten, wie immer, schaut doch mal gerne bei meinem Partner Holy Energy rein. Wer noch eine Gaming-Booster-Alternative sucht, schaut da gerne mal rein. Link ist in der Videobeschreibung plus meine Rabattcodes. Und auch gerne bei meinem Amazon-Affiliate-Link würdet ihr mich sehr supporten, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder am nächsten Livestream. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.